Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Skyblock. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge gucken wir uns mal hinten so ein bisschen unsere Monsterinsel an. Ich sehe gerade bloß, da ist ein Creeper oben drauf. Das ist eine Sache, mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist das die Sonne? Ja, das ist die Sonne, die da untergeht. Das ist der Mond, das ist der Mond. Das ist ein bisschen suboptimal. Das ist wieder die Wassermelone wie immer, die als erstes fertig ist. Und mittlerweile würde ich sagen, haben wir es uns verdient, eine Steinaxt zu machen. Ich glaube, das ist jetzt im Rahmen von möglich machbar, okay. Dass wir hier das Holz ein Ticken schneller abbauen. Und dann mal schauen, was da an Setzlingen rumkommt. So, schnappen wir uns einen, setzen den hier hin und dann gucken wir mal, was gleich hier runterfällt. Ich sehe gerade noch ein bisschen, die Steinfläche sollten wir vielleicht noch vergrößern. So. Wahrscheinlich nicht allzu viel, aber doch so ein bisschen wäre vielleicht nicht verkehrt. Hoppala. So, machen wir mal so 12 und dann haben wir, glaube ich, genügend, um die Fläche einfach ein bisschen zu vergrößern. Habe ich 13 gemacht. Ach. Geht immer noch. Achso, es ist einer übrig geblieben. Ja, klar. Logisch. Macht Sinn. Wenn nur 12 gebraucht werden, dass einer übrig bleiben wird. So, hier haben wir auch nochmal 2. Dann ist die Fläche wenigstens ein bisschen vergrößert hier schon mal. Noch kein Setzling hier, gell? Das ist... Ah ja, aber den haben wir gesehen. So, jetzt schauen wir mal. Ein Baum abgeprallt. Guter Versuch. Ich hätte da hinten eine ganze Monsterinsel für dich, aber wenn du unbedingt hierher kommen willst, dann soll mir das recht sein. Oh Mann, der hat uns echt erwischt. So. Wie viele Schläge waren das denn? 2, einen mit Springen. Ja, okay. Bin bereit. Oh Mann, der hat uns wieder getroffen. Aber mittlerweile sind wir besser. Wir haben Wasser mit uns. So. Oh, nicht schubsen lassen. Da immer dran denken. Ist echt gebissen. Wenigstens keine Effekte, keine negativen anscheinend. So. Verdammt. Lass mich echt oft treffen, das ist nicht so gut. Ich steck mir ein, wie ich austeile wohl. So, jetzt noch ein cooler Sprung. Ja. Bisschen geflogen sind wir da jetzt auf mich schon. Wir hatten schon getroffen. Gut. Ach, wir hatten ja hier so unseren Sicherheitsschutz, dass wir nicht auf unsere Pflanzen hüpfen. Sollte ich vielleicht nochmal machen. War gar nicht so eine schlechte Idee hier, dann so, ne, und dann so. Ah, das ist soweit okay. Hier kann man dann nochmal einen Erdblock hin tun, tatsächlich. Naja, wir können es eigentlich direkt machen. Bei Erdblöcke. Wassermelone habe ich. Die Hacke brauche ich dann nochmal kurz. Irgendwo haben wir einen Setzling her. Cool. So, passt. Ne, das brauche ich, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Klappt super. Genau, okay. Machen wir die Spitzhacke hier noch einmal schnell kaputt. Jawohl, da haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar Steine. Da drüben ist es immer noch ziemlich monstrig sein. Jetzt schaue ich mal, kommt unsere Sonne denn schon wieder? Langsam. Ich möchte im Idealfall in der Nähe von den Monstern sein, dass die nicht despawnen, damit wir die ganzen Knochen und sowas kriegen. Das wäre so ideales Denken gerade von mir. Wir nehmen auch einmal nochmal sowas mit. Ich glaube, da ist noch mal ein bisschen Anpassungsbedarf. Oh.
wir hier nochmal die Steine mit. Ein bisschen. Nicht, dass wir da runterfallen. Jetzt nicht so optimal. Wie weit ist die Sonne schon? Kommt die in den nächsten Minuten? Ich denke schon. Ja, die hat ein gemütliches Tempo. Aber ein liebes. Gemütliches, liebes Tempo, hätte ich mal gesagt. So schnell wie eine Sonne einfach ist. So. Ja, aber da hinten auf unserer kleinen Monsterinsel ist es echt nicht so leer. Also positiv gemeint. Hat ja auch mal was, wenn da was los ist. So, wir haben 45 Steine, das ist jenes. Das sind auch ein paar Endermans. Habe ich hier den Fallschutz weitergebaut? Aber dann, achso, warte mal, das ist ja schon die richtige Höhe. Hätte ich mal hier so eine Fackel gebaut, mich zu platzieren, aber der Creeper, der da mich da anschaut, der ist schon, ich hätte mal gesagt, ein bisschen spooky unterwegs. So, wie weit war das denn, das ganze Stück hier? Ah, nicht mehr so viel. Oh, der kommt, oder? Kommt er? Der kommt. Oh. Läuft er einfach nur so in unsere Richtung oder kommt er zu uns? Der kommt, glaube ich, zu uns. Oh. Ja, ja, der kommt. Oh, der Zombie kommt mit. Oh. Gut. Das war der Creeper. Und der hat den Zombie mitgenommen. Das war überhaupt nicht geplant. Macht die ganze Sache nicht idealerweise besser, aber ist gar nicht so viel kaputt gegangen. Ich will nur in der Nähe sein, wenn jetzt hier gleich die Sonne kommt, damit die ganzen Sachen nicht verschwinden hier. So, jetzt kommt die Sonne. Dann dürfte das hier alles anfangen zu brennen. Jawohl. Oh, wurden getroffen. Schon wieder getroffen. So, jawohl. Unsere Skelette brennen wie erwartet. Die Spinnen sind noch da. Oh, nicht so gut. Okay. Problem einigermaßen gelöst. Wir warten noch, bis die letzten da verbrannt sind. Manchmal ist Laufen eine gute Möglichkeit. Oh. Echt zieht auf uns. Sehr frustrierend. Würde ich mir auch wünschen, dass die Creeper da verschwinden. Hoppla, mal so. Können wir einfach hier so machen? Ja. Ob das nett. Da wären noch welche. Jawohl. So. Klappt. Haben wir da noch mehr Creeper? Wären auf jeden Fall noch welche da. Sagen wir mal so. So. Ich glaube, 4 Schläge waren es, ne? Oh. Jawohl. Klappt ganz gut. Okay, die Spinnen waren hier noch. Ich hätte gerne die. Oh, nicht gut. Noch weniger gut. Ah, der hat wenigstens den einen mitgenommen. Stressig. So, sind es nur noch die Spinnen tatsächlich. Und der Enderman. Aber nicht Klaus. Alter, ein Erdblock. Den hätte Klaus sicher mitgebracht. Ah, ist aber auch nicht optimal, wenn wir da immer so in die Bordrichtung vom Enderman kommen. Ah, es ist tatsächlich nur ein Schlag gewesen. Ach, der hat wahrscheinlich was abbekommen gehabt. So, die Spinne haben wir auf. Was ist mit dir los?
Aber diese war stark. Die war irgendwie anders. Keine Wassermelone mehr. Aber eine gute Ausbeute, finde ich. So, wieder zurück zu unserer kleinen Insel. Eieiei, was für eine Leistung. Jetzt gucke ich nochmal kurz. Das kann man wegtun, das eigentlich auch. Die Knochen hebe ich mir mal kurz auf. Ja, Melonen wären natürlich noch toll. Machen wir mal hier Kurs, dann geht das hoffentlich ein Ticken schneller. Wie wir kommen und dann tun wir die Bäume mal hier weg. Beziehungsweise auch wieder neue tun. Neue hin. Setzlinge einmal bitte schön. Dankeschön. So, jetzt schaue ich mal hier hinten, müsste der Baum wachsen können. Hier müsste er auch einfach mal wachsen. Unterstützen wir mal unsere Bäume hier ein bisschen. Wachstum. So, das gleiche mit hier. Dann können wir nämlich auch irgendwann einfach mal unser kleines Holzhütchen anfangen zu bauen, tatsächlich. Hätte ich jetzt einfach mal so vorgeschlagen. Ah. Was wirst du für einen Riesenbaum, wenn du zwei Knochen mehr isst? Bin gespannt. Mittlerweile haben wir 30 Holz. Auch ganz gut. Jetzt schaue ich nur. Ich habe gerade im Kopf überlegt. Apfel. Cool. Auch mal gut. Wenn gerade eh nichts weckt, dann wenigstens ein Apfel. Kommen wir noch mehr Äpfel vielleicht? Ah, ein Setzling, auch nicht schlecht. Noch ein Setzling, auch nicht schlecht. So, noch ein Setzling ist auch nicht schlecht. Ah, ein bisschen Wassermelone wäre vielleicht nochmal cool. Nochmal so als Wunschdenken. So, da oben ist noch ein Setzling gewesen. Nochmal zwei neue. Wie haben wir jetzt schon? 8. Ah, 9. Schauen wir uns die letzten Blätter hier noch an. Machen wir es einfach mal weg. Sieht dann auch ganz gut. Und dann ist es nur noch der hier. Mal schauen, ob hier nochmal was rumkommt. Ah, wirkt nicht so. Ach, was war das? Ein Setzling. Cool. Jetzt 10 Setzlinge, oder? Wenn ich richtig zähle. Ja. Stark, stark, stark. Okay, das bin ich nicht so weit. Cool, jetzt hätte ich gern Wassermelonen. Das wäre mal schnicker. Nochmal, ist hier irgendwas? Habe ich hier das eine, den einen Stein weggebaut? Kann das passiert sein? So, was ich denn jetzt morgen vorhabe? Wahrscheinlich Aufnahmetag. Sehr, sehr, sehr viel. Und würde vielleicht voraussichtlich dadurch auch live kommen, ja. Kann ich jetzt aber noch gar keine genaue Uhrzeit nennen. Werfen wir vielleicht zu Vormittag rein und dann nochmal Nachmittag oder irgendwie so vielleicht. Mal gucken, wie es einfach ausgeht. So, verrottetes Fleisch hätten wir noch. Ja, das will ich jetzt nicht essen. Wir haben Wassermelonen. Ja, das sind unsere kleine Wassermelonenpflanzen. Irgendwann sind sie wieder groß. So, aber ich glaube, eine Sache, die wir brauchen werden, ist grüne Farbe, oder? Kann man das nicht so? Ach, die muss man ja in den Ofen tun. Ja, dann heben wir uns das mal noch auf. Nur mal schauen, welche Quests wir denn hier alles zu erfüllen haben. Da hinten haben wir die Fläche jetzt. Da müssten wir das Loch pflücken. Schauen wir mal. Schnappen wir uns hier nochmal ein paar Steine. So, sehr gut. Dann machen wir mal bis hierhin und dann ist das okay. Dann ist der Weg hier ganz gut.
gesichert, nenne ich es einfach mal. Dann sind hier hinten die ganzen Monster. Hier müssten wir nochmal gucken, wie wir das machen. Wer die dann nochmal ein bisschen eleganter verlegen. Ach super, ist das, ach so, war das nur so ein halber? Okay. 20.09. Ich glaube, das könnte ich. Das könnte sein, dass ich das streame. Ich werde da tatsächlich wahrscheinlich der Woche wegfahren, aber es könnte sein. So, jawohl. Aber okay. Gut, mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch sehr, sehr gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.